Es ist vollbracht. Frankfurt Galaxy holt sich den ersten Titel in der European League of Football. Im Finale gegen Hamburg gibt es ein mitreißendes 32:30. Unfassbar, es war unfassbar. Also die ganzen Hin und Hers, so ein Spiel. Also ich glaube, wir haben den Zuschauern echt 2 Jahre Lebenszeit gekostet. Ein Blick in die Frankfurter Kabine zeigt, von Anspannung kann hier vor dem Spiel keine Rede sein. Der Pokal zum Greifen nah und auch die nach Düsseldorf mitgereisten Fans sind in Finalstimmung. Doch für alle Galaxy-Anhänger gibt's schon im ersten Viertel den ersten Dämpfer. Touchdown Hamburg und damit die ersten Punkte für die Sea Devils. Wir springen in das zweite Viertel eines spannenden Endspiels. Frankfurt mit 10 Punkten in Rückstand, aber plötzlich hellwach. Jenna Adams mit viel Platz und wenig Gegenwehr bringt sein Team auf das Scoreboard. Die Galaxy jetzt endgültig im Finalmodus und wieder mit ganz viel Raum zum Footballspielen. Nico Stramann, nächster Touchdown, Frankfurt jetzt in Führung. Aber Hamburg bleibt ein dicker Finalbrocken. Und jetzt aufgepasst auf dieses Ding von Quarterback Jadrian Clark. 48 Yards Entfernung, ein perfekter Pass in die Endzone. Jetzt wieder die Sea Devils vorne. Das Finale in der zweiten Halbzeit wird es noch ruppiger. Wir sind in der Schlussphase, keine 30 Sekunden vor dem Ende. Frankfurt liegt hinten und hat nur noch eine Chance. Aber die sitzt. Frankfurt Galaxy mit vereinten Kräften zum Titel. Und das in einem dramatischen Endspiel. Ich bin froh, dass wir dann am Ende irgendwo zur richtigen Zeit dann die Plays gemacht haben, die benötigt wurden. Und mit ein bisschen Glück, glaube ich, sind wir aber über die Saison auch der verdiente Sieger. Ein verdienter Sieger, der jetzt kräftig feiert. Morgen am Montag ist im Frankfurter Römer ein Empfang geplant. Die galaktische Football-Party der Galaxy geht also weiter.